Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession, berechnen die Horoskopen anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anders als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatung an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Liebe Modana, ich grüße dich. Dieses Bild zeigt dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Was sich aber ändert, das ist die Bewegung Sonne, Mond und die Planeten, wobei bei Sonne bedeutet, dass die Bewegung gar nicht die Sonne macht, sondern unserem Planet Erde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Und genau diese Bewegung betrachten wir, das nennt man Transit. Und dieser Transit, diese Bewegung löst etwas aus im Geburtshoroskop. 1. Mai 2019. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Natürlich, Widder symbolisiert auch Neuanfang, Begeisterung, Kraft und Mut zu zeigen. Dazu kommt noch die lebensbereite Thema, was hier im 8. Lebensbereich beschrieben ist, wie Loslassen, Erbschaften und auch den inneren Kraft zu bleiben, Transformation, die Gefühle, Erneuerungsprozesse und kommt auch Thema Sexualität dazu. Genau hier bewegt sich auch Uranus und Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Manchmal kommt das plötzlich unerwartet. Mars ist die Kraft, was etwas in Bewegung setzt. Und Bewegung wie Auto oder Sport ist auch Mars-Energie. Und mit dieser Kraft können wir uns behaupten, uns schützen, uns durchsetzen. Die Mars-Energie ist männlich und bedeutet auch der Mann. Das auch die, kann auch die Partner oder Wunschpartner sein, aber auch anderen männlichen Personen wie ein Verwandter oder Kollege oder ein guter Freund. Mars bewegt sich im Stier und Thema, was die Stier zugeordnet, ist die Ruhe bewahren, das Leben genießen, im Ruhe liegt die Kraft. Oder Stierthemen sind wie Besitz, Finanzen, da die Kraft einsetzen. Dazu kommt noch der Lebensbereich und das hat mit Ausland oder Bildung oder Spiritualität was zu tun. Möglich ist auch, dass eine männliche Person meldet sich von Ausland oder du kennenlernst auf einer Reise jemand. Rahu und Ketu ist auch sehr wichtig. Die beiden bilden sich eine Drache und das hat mit Karma was zu tun. Diese Drache ist aber getrennt. Die Kopf wurde abgeschnitten. Und wir kennen nur die Körper. Und das ist die absteigende Mondknoten und zeigt unsere Vergangenheit. All das, was wir in früheren Leben erlebt haben. In dein Geburtshoroskop befindet sich dieser absteigende Mondknoten oder Drachenkörper oder Ketu im Löwe im 12. Lebensbereich. Das sind noch Geheimnisse. Die Löwe kommt auch noch dazu und das ist schon was königlich, dass du große Ansehen gehabt hast, aber dann wurdest du auf die Seite geschoben. Immerhin ist die 12. Lebensbereich
ist die Schattenseite zu sein und Löwe fühlt sich da nicht besonders gut. Und da sollst du dich befreien, etwas ins Licht zu bringen oder wieder im Mittelpunkt zu stehen. Das wäre hier der höchste Punkt des Horoskopes. Da ist auch deine Sonne. Also es ist für dich sehr, sehr wichtig, etwas in Öffentlichkeit bringen oder dass du dich im Mittelpunkt stellst oder stehst in Öffentlichkeit. Auf jeden Fall hier hast du karmische Themen. Und die Drachenkopf, die Richtung, was deine Seele sucht und braucht, was dich auch befreit, ist hier im sechsten Lebensbereich und das betrifft die Arbeit. Das hängt auch mit dem zehnten Lebensbereich zusammen. Das ist all Arbeit und hier liegt die Berufung, dass du deine Berufung lebst. Da hast du karmische Themen. Also das ist jetzt in deinem Geburtshoroskop und diese beiden Mondknoten bewegen sich auch und aktivieren anderen Lebensbereichen, wo wir auch karmische Themen haben oder Lebenserfahrungen, all das, was die Seele gerade braucht. Die absteigenden Mondknoten, diese Drachenkörper oder Ketu, was die Vergangenheit, diese Erinnerungen hervorruft, bewegt sich dieses Jahr und auch 2020 im Schütze. Aktiviert bei dir Themen wie Reisen, das gehört auch zum Schütze, und dein Zuhause, deine Wohnsituation. Und in deinem Geburtshoroskop ist unserem Planet Erde, Gaia symbolisiert das hier im Schütze. Und du brauchst diese Basis, du brauchst dieses Fundament, ein Zuhause zu haben und das, was bei dir sich manifestiert. Und die Drachenkopf, die neue Lebenserfahrung, das bewegt sich gerade in Zwillinge und aktiviert bei dir deine Berufung oder Zielerreichung oder dass du in Öffentlichkeit stehst. Hier wird aktiviert durch diese karmischen Knoten und das ist die aufsteigende Mondknoten, dieser Drachenkopf oder Rahu, bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch hier in Zwillingen. Jupiter ist in Skorpion. Jupiter ist gerade rückläufig. Das kann bedeuten, das ist etwas gebremst momentan. Jupiter vergrößert etwas und diese Rückläufigkeit zeigt langsame. Jetzt musst du nichts überstürzen, auch nicht vergrößern. Und Jupiter hat auch mit Gerechtigkeit was zu tun und bringt Glück in unserem Leben. Jupiter ist gerade hier in Skorpion, wie ich schon sagte, momentan rückläufig. Oft hat das auch mit Vergangenheit was zu tun und aktiviert bei dir den dritten Lebensbereich. Erstes Mal belehrt dich mit deinen Gefühlen umgehen. Das ist die Skorpion-Energie, die Transformation raus aus die Angst und übergehen auf positiven Gefühlen wie Begeisterung, Vertrauen oder Liebe. Also hier ist diese Erneuerungsprozesse, die Transformation. Und dann kommt noch Themen dazu wie Verwandtschaft, Nachbarschaft. Bei Jupiter Einfluss kann auch rechtliche Lage sein, was gerade entweder noch gebremst ist oder hat mit Vergangenheit was zu tun. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet, der Karma belehrt uns auch und möchte etwas in Form zu bringen. Manchmal grenzt uns ein. Saturn ist gerade auch rückläufig, da bremst auch etwas oder müssen wir noch etwas überprüfen oder geduldig zu sein. Möglich ist auch, das hat mit Vergangenheit was zu tun. Dieser rückläufige Saturn bewegt sich hier im Schütze und das hat mit deiner Wohnsituation was zu tun. Pluto ist auch hier auch rückläufig, hat auch mit deiner Wohnsituation was zu tun. Das kann bedeuten, entweder, dass du wohnlich verändern möchtest und das ist gerade gebremst und das zeigt, es noch nicht der richtige Zeitpunkt, dich wohnlich zu verändern. Du musst noch warten oder noch etwas überprüfen. Neptun lässt unserem Träume leben, vorausgesetzt ist,
Wir glauben daran, Neptun ist im Wassermann und das hat mit deinem Alltag was zu tun, hat auch mit deiner beruflichen Situation was zu tun. Venus verschönert etwas, Venus bringt etwas in Harmonie oder kaufen wir etwas Schönes, kann auch bedeuten, dass ein Venus-Transit sowas auslöst. Bei Venus-Energie handelt es sich auch um unsere Weiblichkeit, auch unserem Aussehen als Frau, wie zum Beispiel neue Haarschnitt oder andere Kleider. Venus ist der Planet der Liebe. Es ist eine weibliche Energie und bei dieser Bewegung kann auch bedeuten, dass wir Kontakt haben zu einer anderen Frau oder Frauen. Venus ist in Fischen. Das ist der Liebesplanet und wirkt bei dir in den siebten Lebensbereich, wo um die Partnerschaft geht. Merkur ist auch hier. Hier sind Handlungen, Gespräche und da kommt eine Nachricht und Mond ist auch hier. Mond beeinflusst unseren Alltag. Durch Mondenergie kann auch kleinere Veränderungen sein. Mond hat einen Bezug zu unseren Gefühlen. Mond ist mütterlich, steht auch in Verbindung zur Mütterlichkeit oder zu unserer Mutter. Sonne symbolisiert Vater, Mond symbolisiert Mutter, aber hat einen großen Einfluss auf unsere Gefühle. 2. Mai steht Mond in Verbindung zum Venus und sie wirken zusammen. Und das ist Thema Partnerschaft, Gefühle, gerade im siebten Lebensbereich handelt sich sowieso um Liebe, Partnerschaft. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung und das bedeutet Gespräche über Gefühle oder gefühlsvolle Gespräche. 4. Mai ist Neumond im Widder und das heißt, Mond übergeht im Widder und Sonne, Mond trifft hier im 8. Lebensbereich. Ein Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Worüber? Was sollst du loslassen? Im 8. Lebensbereich handelt es sich um Wandlung, Erneuerungsprozesse, Transformation. Das ist auch der Bereich der Tod. Kann auch Todesfall bedeuten, aber das ist eher selten. Sondern zeigt, etwas muss absterben, damit etwas Neues entstehen kann. Und wieder zeigt auch Neuanfang. Dieser Neumond ist exakt um 23.46 Uhr. 5. Mai ist Merkur, also ab 5. Mai ist Merkur im Widder. Das heißt, Merkur übergeht im Widder. Das kann auch Neuigkeiten sein in Gesprächen oder Handlungen, Gesprächen über einen Neuanfang. Oder Terminen, Verträgen mit Ämtern oder eine erbschaftliche Lage. Besonders wenn das um Finanzen geht. Dieser 8. Lebensbereich gehört auch Sexualität und Gespräche über diesen Themen auch möglich. 6. Mai ist Mond im Stier. 8. Themen. Wir reisen, Ausland, Auslandskontakte oder Spiritualität oder Glaubenssätze. Woran glaubst du? Welche Glaubensrichtung hast du? 7. Mai übergeht Mars in Zwillinge. Und das bedeutet, deine Kraft einsetzen, entweder in Öffentlichkeit oder über deine Ziele. Du hast Ziele, Vorstellungen und da setzt du dich durch, da setzt du deine Kraft ein. Dann kommt dazu Thema Berufung. Wo liegt deine Berufung? Wie kannst du dich beweisen? Möglich ist es auch, dass eine männliche Person hat einen Einfluss drauf. 8. Mai
steht Mond mit Mars in Verbindung. Das heißt, Mond übergeht in die Zwillinge und trifft mit Mars. Und das hat mit Gefühlen was zu tun. Das ist möglich, dass du diesem Mann begegnest in die Öffentlichkeit oder bekommst du von diesem Mann Anerkennung oder du setzt dich ein für deine Berufung und sollst du nach Gefühl intuitiv handeln oder dass dieser Mann hat einen Einfluss auf dein Leben im beruflichen Umfeld oder in Öffentlichkeit und berührt deinen Gefühlen oder umgekehrt, du berührst seinen Gefühlen. Im selben Tag steht Merkur mit Uranus in Verbindung. Merkur-Uranus und das heißt Gesprächen oder eine Nachricht und dadurch ändert sich etwas. Es geht etwas zu Ende und kommt etwas Neues. In diesem achten Lebensbereich kann auch Themen sein wie erbschaftlichen Situationen, Investitionen, Ämtern, Dokumenten, Terminen, Gesprächen, was mit Finanzen was zu tun hat. 10. Mai ist Mond im Krebs, aktiviert bei dir Themen wie deine Wünsche, deine Sehnsüchte, daran zum Glauben, das Vertrauen und auch Freundschaften. Und bei Krebsenergie ist auch möglich ein gewisser Rückzug, dass du zurückziehen sollst, nachdenklich sein, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen. Bei Krebsenergie handelt es sich oft um familiäre Situation oder die Suche nach ein Zuhause. Und das kann auch ein Wunsch sein oder da sind die Sehnsüchte. 11. Mai übergeht Venus in Widder. Das kann auch ein Neuanfang bedeuten, auch die Begeisterung und Leidenschaft hier im achten Lebensbereich sowieso, wo auch Themen Sexualität auch geht. Oder löst etwas aus, was die Finanzen betrifft oder eine erbschaftliche Lage. Und Venus bringt ein bisschen Glück in diese Situation. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Halbmond ist Spannung, Nervosität. Und hier im Krebs handelt es sich um Freundschaften, Bekanntschaften oder eine Gruppe mit gleichgesinnten Menschen. In diesem Tag fehlt die Erde-Element, es fehlt die Sicherheit, die Stabilität, die Struktur. Dieser Halbmond ist exakt um 2:12. 13. Mai übergeht Mond im Löwe und aktiviert bei dir karmischen Themen. Dann handelt es sich auch um deine Gefühlen, Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. All das ist möglich hier im 12. Lebensbereich. 15. Mai ist Mond im Jungfrau und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit und du lebst intensiv deinen Gefühlen. Dann kommt die Jungfrau-Energie dazu, die Heilung, etwas in Ordnung zu bringen und das sagt auch dein Gefühl. 16. Mai übergeht Sonne im Stier und beginnt ein neues Monatsthema, weil da fließt die Lebensenergie und da sind Themen dann in die nächste Zeit Reisen, Ausland, Auslandskontakte, Bildung, Spiritualität. 17. Mai ist Mond im Waage, aktiviert Themen wie Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen und in dein Geburtshoroskop ist Mond auch hier, ein Mondwiederkehr wird hier das aktiviert, hat auch mit deinen Gefühlen auch was zu tun, um dein Selbstwertgefühl besser gesagt. 18. Mai ist Vollmond hier im Waage, das beleuchtet etwas. Und das ist sehr wichtig, da nachzudenken über deinen Werte und über deinen Besitz und Finanzen. Im selben Tag steht Uranus mit Venus in Verbindung. Hier Uranus, Venus.
Und da kommen Veränderungen, Umbrüche, und das kann in die Liebe, Partnerschaft sein. Oder ändert sich bei dir etwas in dein Aussehen oder deine Einstellung zur Liebe oder deine Werte als Frau. 19. Mai übergeht Merkur im Stier. Das kann Schulungen bedeuten, Prüfungen oder Gespräche über eine Reise oder eine Reise buchen, Nachricht von Ausland oder Spiritualität. Mond übergeht in Tierkreiszeichen Skorpion. Das ist eine abnehmende Mondphase. Das eignet sich immer dazu, etwas loslassen, von etwas verabschieden und bei zunehmender Mondphase etwas vermehren. Hier in Skorpion handelt es sich erstens um deine Gefühle wie Angst loslassen, diese Transformation, die Gefühle, und dann kommt noch dazu die Verbindungen zu Verwandten, Nachbarn, Austausch von Informationen über Internetmedien. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung und das heißt, das vermehrt sich oder hast du mehr Chancen, Möglichkeiten, ohne Angst, dich zu behaupten. 21. Mai ist Mond im Schütze, aktiviert deine Wohnsituation. Das kann auch kleinere Veränderungen auslösen. 22. Mai steht Mond mit Saturn in Verbindung und das heißt, nimm das ernst. Fühlst du dich hier wohl oder sollst du dich wohnlich verändern, aber nicht zu schnell handeln, sondern du musst noch abwarten, geduldig sein. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung und das ist dasselbe. Wovon sollst du verabschieden? Möchtest du diesen Wohnort verlassen? Hast du das gut überlegt, ob du dich wohnlich verändern sollst? 24. Mai ist Merkur im Diamant und das ist hier im 9. Lebensbereich. Das heißt, hier klärt sich etwas auf, beschleunigt etwas, da sind auch Nachrichten oder Handlungen. Im selben Tag übergeht Mond im Steinbock und aktiviert Themen wie Kinder, eigenen Kindheit, Erinnerungen, inneren Kind, schöpferische Kraft, etwas in Gestalt bringen, auch Lebensfreude. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann, das ist wieder Spannung, Halbmond ist immer Unsicherheit, Nervosität, Spannung und das erlebst du im Alltag, im Arbeit. Oder achte auf deinen Gesundheitszustand, dass du im inneren Ruhe, inneren Gleichgewicht bleibst. Dieser Halbmond ist exakt um 17.34 Uhr. Es fehlt die Feuerelement, es fehlt die Kraft, es fehlt die Mut, die Begeisterung. 27. Mai steht Mond mit Neptun in Verbindung. Das aktiviert Träume und Visionen. Entweder eine Vorstellung von dem idealen Zustand, wie könntest du deinen Alltag bewältigen oder wo liegt deine Berufung. Kann auch bedeuten, dass du ein Traumbild hast und das hat eine wichtige Botschaft für dich. 29. Mai übergeht Mond im Fischen, aktiviert bei dir Liebe, Partnerschaft und mit Fischenenergie hat auch das mit deinen eigenen Gefühlen auch was zu tun. Und 31. Mai übergeht Mond im Widder. Das kann Neuanfang sein, Erneuerungen, ämtlichen Themen oder eine erbschaftliche Situation. Liebe Modana, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.